Servus Leute, wieder mal herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Ich habe euch im letzten Video versprochen, ich möchte euch mal zeigen, wie man professionell wie in einer Fachwerkstatt seine Bremsleitungen entlüften kann und einfach die Bremsflüssigkeit einmal austauschen kann. Ich habe mir ein Bremsentlüftungsgerät besorgt, damit funktioniert das wirklich extrem einfach. Was benötigt man? Das zeige ich jetzt erstmal. Für den Bremsflüssigkeitswechsel benötigen wir eigentlich nicht viel. Wir haben hier drei Komponenten. In meinem Fall hier dieses Entlüftungsgerät, da gehe ich gleich drauf ein. Einen Gabel- bzw. Ringschlüssel, um die Nippel der Bremsanlage öffnen zu können und eben frische Bremsflüssigkeit. Hier in dem Fall, ich nutze DOT 5.1, ist im Rennbetrieb einfach deutlich besser wie DOT 4. Wenn möglich, wechselt immer zu der nächstbesseren Flüssigkeit, somit seid ihr mit DOT 5.1 sicher aufgehoben. Was man ebenfalls benötigt, ist ein Kompressor, der mindestens 6 Bar erzeugt, denn mit zu wenig Betriebsdruck funktioniert das Ganze hier nicht so ideal. Kommen wir mal zu dem Gerät hier. Eigentlich wirklich extrem einfach. Mit einem Kompressor, den wir hinten drauf anschließen, erzeugen wir einen Druck. Dieser Luftdruck, der hier reingeht, erzeugt im Gerät hier drin einen Unterdruck. Und nun können wir hier mit diesem Gumminippel, der hier einfach am Gerät verbunden ist, auf unseren Nippel der Bremsanlage, diesen Nippel der Bremsanlage öffnen wir und können jetzt hier mit der Handbetätigung Unterdruck erzeugen und saugen somit die alte, beziehungsweise wenn Luft vorhanden ist im System der Bremsanlage, diese Flüssigkeit raus. Diese alte Flüssigkeit kommt hier rein. Was wir lediglich noch machen müssen, ist oben am Reservoirbehälter immer wieder genügend Flüssigkeit nachfüllen, damit wir keine neue Luft reinsaugen. Das war auch schon alles. Dann ist unsere Bremsanlage wirklich komplett entlüftet, hat neue Flüssigkeit drin. Zuletzt einfach nur wieder unseren Nippel schließen und oben den Deckel vom Reservoir aufbringen. Also, wie gehen wir nun vor? Wir gehen einfach her, nehmen unser Entlüftungsgerät. In meinem Fall hänge ich das einfach mal hier oben hin, dann stört es uns nicht. Ich nehme einen Anschluss vom Druckluftbehälter, angeschlossen. Nun haben wir hier diesen Nippel vom Entlüftungsgerät, den setzen wir einfach nur hier auf den Nippel der Bremszange. Vorher aber die Gummitülle runternehmen. Nun können wir diesen einfach hier draufstecken und können unser Entlüftungsnippelchen an der Bremszange lösen. Da reichen im Normalfall 1 bis 1,5, vielleicht 2 Umdrehungen, auf keinen Fall mehr, weil sonst hier Flüssigkeit austreten könnte oder Luft in das System gelangen würde. Jetzt gehen wir einfach her und füllen frische Bremsflüssigkeit oben in unser Reservoir und können dann hier die Luft aktivieren und saugen somit unsere alte Flüssigkeit raus und ziehen die neue Flüssigkeit von oben nach. Das Ganze machen wir eine gewisse Zeit, muss man im Gefühl haben, wie viel Flüssigkeit bzw. wie lange man dieses System entlüftet. Natürlich achten wir durchgehend darauf, dass oben das Reservoir nicht leer läuft, da wir sonst wieder Luft ins System ziehen. Ich habe jetzt den Behälter gute 4-5 Mal komplett durchgepumpt bzw. abgesaugt. Nun gehe ich her, pump oben ein paar Mal mit der Pumpe und zu allerletzt würde ich jeden vorschlagen, man merkt einen ganz leichten Bremsdruck, aber der ist nicht real, da fehlt wirklich noch was. Entlüftet oben eure Bremspumpe, auch hier ist ein Entlüftungsnippel. Das Ganze mache ich immer händisch, weil man dann einfach die Luftblasen sieht, die aus dem System kommen. Aber da nehme ich euch jetzt auch nochmal mit. Nachdem ich jetzt die Pumpe hier ein paar Mal gepumpt habe, ich habe eine recht weiche Pumpe, beziehungsweise mein Druckpunkt ist extrem weich,
Sprich, selbst wenn das System komplett entlüftet ist und es funktioniert alles tadellos, kann ich meinen Bremshebel eigentlich bis an den Griff ziehen. Aber man merkt, hier hinten fängt es langsam an, dass es wirklich Druck aufbauen möchte. Nun gehen wir her und entlüften noch die Pumpe hier oben. Hier oben sitzt ebenfalls ein Nippel. Ich gehe jetzt her, stecke hier einfach einen durchsichtigen Silikonschlauch für euch drauf, dass wir das Ganze sehen. Vorher nehme ich aber auch hier mal die Tülle weg, damit wir etwas mehr Platz haben. Natürlich soll auch jetzt das Reservoir wirklich voll sein, nicht unbedingt knapp am Limit gehalten sein. So, Schlauch ist drauf. Ich nehme jetzt immer gerne einen Lappen zur Hand, wo ich einfach die paar Tropfen reinlassen kann. Wir öffnen das Ventil, aber erst, wenn wir Druck auf unsere Bremse gemacht haben. Nun gehen wir her und öffnen das. Man hat ganz kurz Luft gehört. Nun wieder schließen. Ich hole komplett mal aus mit der Pumpe, sprich, sie ist geöffnet, und mache sie nun wieder zu und öffne das Ganze wieder. Das Ganze führe ich so lange durch, bis Flüssigkeit kommt. Man kann es jetzt schon sehen, sie kommt langsam inklusive kleiner Luftbläschen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ansonsten rutscht noch mal ganz kurz mit der Kamera auf die andere Seite, dann könnt ihr diesen Vorgang etwas besser verfolgen. Man kann es jetzt schon recht schön sehen, wir haben hier eine Luftblase und hier unten. Ich hoffe, die Kamera zeigt euch das gut genug, aber mit 4K Auflösung sollte das doch mittlerweile gut funktionieren. Nun, wir hergehen, Pumpe unter Druck setzen, Ventil öffnen und es kommen die weiteren Luftblasen nach oben. Könnt ihr diese Blasen sehen? Hier oben ist eine, die wandert gerade nach oben und hier unten ebenfalls. Das Ganze führe ich jetzt so lang durch, bis auch hier oben keine Luft mehr rauskommt. Diese Pumpen haben nämlich hier oben leider ein leichtes Luftpolster. Dieses Luftpolster bekommt man meistens nur raus, wenn man auch noch die Pumpe entlüftet. Sprich, nur das System allein nach unten reicht nicht. Wir müssen ebenfalls unsere Pumpe hier oben komplett entlüften. Nachdem ich das Ganze jetzt einmal mit dem Schlauch händisch entlüftet habe, kann man hier schon wirklich wieder einen richtig guten Druckpunkt spüren. Jetzt gehe ich trotzdem einmal her, mache den Behälter einmal randvoll, schließe mein System hier an und entlüfte hier noch einmal mechanisch, bis der Behälter fast leer ist, damit wir wirklich sicher gehen, auch die letzten kleinen Luftblasen noch aus der Pumpe rauszubekommen. Einfach hergehen, Schlüssel ansetzen, öffnen und gleichzeitig hier, ich sag mal, den Betätiger betätigen von diesem Entlüftungsgerät und schauen, dass wirklich nicht das Reservoir leer läuft, denn sonst könnt ihr wieder von vorne anfangen. Das Reservoir einmal halb leer laufen lassen, nun fülle ich es auf Maximum auf und wir sind fertig mit dem Entlüften und Neubefüllen unserer Bremsanlage. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei der Hydraulikanlage, da gibt es verschiedene, ja, ich sag mal Hydraulikflüssigkeiten, da muss man aufpassen. In meinem Fall ist aber die Kupplungsbetätigung auch eine Bremsflüssigkeit, somit kann ich das mit dem allergleichen Gerät jetzt sofort auch noch hier drüben durchführen. Da das Ganze nun so einfach war, möchte ich euch einmal an der hinteren Bremsanlage das Ganze in Echtzeit zeigen. Mein komplettes System ist leer, das Motorrad war zerlegt, es ist komplett unbefüllt, deswegen erst einmal ordentlich Flüssigkeit rein. Diesen Nippel hier hinten aussetzen. System öffnen und Gas geben. Der erste Behälter ist so gut wie leer. Zweiten hinterher. Thank you.
kann jetzt schon sehen, dass ja, das komplette System entlüftet ist und wir haben hier vorne wirklich 4-5 mm Weg in der Pumpe und dann fängt wirklich die Anlage an, schon Druck aufzubauen. Einfacher kann man wirklich keine Bremsanlage neu befüllen oder entlüften. Es ist wirklich nur zu empfehlen. Ich würde mal sagen, das waren die besten 25 bis 30 Euro, die ich bisher ausgegeben habe für meine Werkstatt. Man kann es hier drinnen sehen, hier ist die alte Bremsflüssigkeit drin. Das System funktioniert echt hervorragend. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein billiges Produkt so gut arbeitet. Es gibt ein paar negative Kommentare online. Ja, man benötigt leider einen etwas besseren Kompressor. Desto mehr Bar dieser erzeugt, vor allem der Querschnitt vom Luftschlauch sollte auch passen. Wenn man damit so einen Billigschlauch ankommt, funktioniert das Ganze nicht, weil einfach zu viel Widerstand im Schlauch herrscht. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr echt mal eure Bremsanlage warten wollt und das Ganze selber durchführen wollt, gebt ein paar Euro aus, besorgt euch dieses System. Es ist echt klasse. Ich habe noch nie so schnell meine Bremsanlage entlüftet und neu befüllt. Aber ich würde mal sagen, das war es jetzt auch wieder mit diesem Teil. Im nächsten Teil geht es an meinen Motor, der ist da hinten. Diesen werde ich erstmal zerlegen und schauen, was alles neu gemacht werden muss. Wie immer bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.